Weil ja bald Weihnachten ist, mal ein kleines Projekt für zu Hause und vielleicht für den einen oder anderen noch eine kleine Geschenkidee. Das Gute an dem Projekt ist, du brauchst nicht besonders viel, nur ein Stück Papier, einen Stift, Tesafilm, irgendwas zu messen, einen Cutter, eine CD-Hülle, einen Marker, der hier nicht zu sehen ist, sowie eine Feile. Mit dem Stift malst du einfach ein Trapez auf etwas Papier mit dem oberen Maße von 1 cm, in der Höhe 3,5 und in der unteren Breite 6 cm. Dann schneidest du das Ganze nun noch aus. Desto genauer du hier bist, desto einfacher wird es später für dich werden. Nun lege ich meine Schablone unterhalb der CD-Hülle und fange an, mir das Ganze zu markieren und dann abzuzeichnen. Dann schneide ich das Ganze mit dem Cutter aus und ich muss euch sagen, das war wirklich eine mächtige Arbeit. Also das hat mich wirklich lange gedauert und extrem viel Geduld. Wenn ihr zu viel drückt oder zu viel wollt, reißt oder sprengt euch das Plastik und ihr könnt von vorne anfangen. Also geht da mit etwas Ruhe und Bedacht an die Sache. So sieht das Ganze aus, wenn das erfolgreich geschafft ist. Jetzt noch hier die Kanten mit der Feile ein bisschen schön machen. Wir wollen ja, dass es nachher so sauber wie möglich ist. Desto weniger Kratzer und Absprünge man natürlich hat, desto schöner das Hologramm später. Und ab genau hier beginnt dann wieder das Geduldsspiel. Jetzt werden nämlich die Ecken mit dem Tesafilm zusammengeklebt, damit wir hier einen schönen Trichter nachher haben. Mit ein bisschen Geduld an die Sache herangegangen, sieht das Ganze dann so aus. Das Ganze wird dann nur noch auf eurem Display von eurem Smartphone platziert und unten läuft dann ein Video, welches dann oben hier diese ganzen schönen Hologramme erzeugt. Den Link zu diesem YouTube-Kanal, wo ihr ganz viele solche Videos findet, werde ich euch selbstverständlich unten in die Videobeschreibung packen. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es nicht zu meinem üblichen Content passt. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein kleines Like da lässt oder sogar ein Abo. Hier findet ihr noch alle Links zu meinen Social Media, schaut unbedingt mal vorbei. Ansonsten hier noch an der Seite zwei Videos, die euch vielleicht gefallen könnten. Wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Bis dann, ciao, tschüss, Stefan.